Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht habt ihr den Thumbnail gesehen oder den Titel gelesen. In diesem Video zeige ich euch, wie die Leute die ganze Fake-Sachen, ganze Fake-Produkte nach Deutschland bringen. Zuerst will ich euch sagen, dass es kein Werbevideo ist. Weil viele denken, okay, ich mache Werbung für DHgate und verdiene Geld damit. Nein, gar nicht so. Und ich bekomme Strike oder sonst was. Das gibt's in YouTube leider, ja. Also es ist was Normales, ne? Also es ist eine Webseite, da könnt ihr Sachen kaufen, egal ob es original ist oder fake ist. Also ich mache auf jeden Fall keine Werbung. Die App heißt DHgate. Ich habe sehr viele Sachen bestellt, sehr viele Unboxingen gemacht. Hier zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze abläuft. Da könnt ihr nicht einfach so Nike Air Max eingeben oder John 4er oder irgendwie sowas. Da seht ihr dann nichts, da kommt nichts. Da kommen irgendwelche Schuhe, die Müll sind einfach. Also ich selber kaufe seit langem keine Fake-Sachen, trage auch nicht. Aber ich mag so Videos, wie ich so Sachen unboxe. Wisst ihr, was ich meine? Das macht Spaß. Also ich bestelle, kommt halt in einem Monat an. Ich vergiss das, weißt du, was ich meine? Ich komme nach Hause, bam, Paket ist da. Was für ein Paket, keine Ahnung. Einfach tue ich dann aufmachen, weißt du, was ich meine? Und das ist... Dann hast du ein geiles Gefühl. Ja. Jetzt erzähle ich euch, wie das Ganze abläuft mit DHL. Ihr könnt nicht einfach so John 4er oder irgendwie sowas eingeben. Da kommt nichts. Weil die dürfen das gar nicht zeigen. Wisst ihr, was ich meine? Ihr müsst Spezialwörter eingeben. Nicht so wie John 4er. Was? John 1er. Oder, achso, John 4 gibt's ja, egal. Air Force, Nike Air Force oder keine Ahnung, Adidas Superstar oder so. Ihr dürft das nicht machen, weil da kommt nichts. Da kommen irgendwelche Schuhe, ihr habt keine Ahnung, was die sind. Ihr müsst immer bestimmte Wörter eingeben. Immer einfach die Modelle eingeben müsst ihr. Ihr müsst einfach die Modelle eingeben. Zum Beispiel, ich will eine Adidas Superstar, dann gebe ich nicht. Dann gebe ich nicht Adidas ein, Adidas Superstar, sondern nur Superstar ein. Dann seht ihr die Modelle, dann seht ihr alles. Aber es gibt noch eine Sache. Ihr seht diese Adidas Superstar Schuhe, aber die sind alle ohne Adidas Logo. Weil die dürfen das gar nicht zeigen. Ich erzähle euch halt, wie das Ganze abläuft. Weil, wenn ihr jetzt zum Beispiel John 4er bestellen wollt, dann schreibt ihr einfach, nicht Nike John 4er, sondern Nike John, die sind auch beide Marken, ne? Das gibt's gar nicht eigentlich. Ihr müsst dann Jumpman eingeben, wirklich Jumpman. Das ist wirklich cringe, ich weiß es, aber ihr müsst Jumpman eingeben. Immer einfach die Modelle, zum Beispiel, du willst eine Rolex bestellen. Rolex was? Rolex Day-Date oder Datejust. Dann gebt ihr einfach nur Datejust ein. Ich zähle euch jetzt ein paar Beispiele auf. Nike Air Max. Ihr gebt nur Air Max ein. Und wenn ihr was Bestimmtes suchen wollt, ihr gebt es erstmal in Safari ein, ihr sucht diesen Produkt, dann seht ihr zum Beispiel Louis Vuitton Trainer, LF Trainer oder keine Ahnung wie die heißen, Trainer Sneaker oder so heißen die. Dann gibst du einfach, dann kopierst du diese Trainer Sneaker und gibst auf DHgate ein. Dann kommen die schon. Oder Balenciaga Triple S. Dann gebt ihr einfach nur Triple S ein. Einfach nur die Modelle, das ist ganz easy. Ich zeige euch jetzt, wie ich das Ganze live mache, okay? Hier seht ihr meine Bildschirm, nicht da. Ihr seht ja, ich bin auf Google. Du musst mich nicht aufnehmen, ich blende ja ein, alles so. Ist der Bildschirm auf dann? Mach auf. Da. Erstmal, als erstes schaue ich, was ich bestellen will. Was will ich bestellen? Sag mal irgendwas von Louis Vuitton. Schreiben mir. Louis Vuitton, LF, geh mal auf Webseite. Alter, ich bin so eklig. Das ist keine Werbung oder sonst was, weil ich zeige ja euch, wie das Ganze, wie die Leute es machen. Wisst ihr, was ich meine? Da steht Portrait Cartes irgendwas. Wisst ihr, was ich meine? Da kopiert ihr das einfach. Einfach Portrait Cartes habe ich jetzt kopiert. Oder Double auch. Gehe ich auf DHgate. Erlauben. Gehe ich auf der auf die Suchleiste. Einsetzen. Suchen. Seht ihr? Ganz einfach. Geht immer noch? Die dürfen diese. Ich hab ja eingeblendet. Die dürfen das Ganze nicht zeigen. Zum Beispiel 60 Euro steht ja hier drauf.
Ihr seht ja, das ist Louis Vuitton. Da fehlen nur die Logos. Wisst ihr, was ich meine? Einfach. Das ist das. Also es ist das auf jeden Fall. Bewertungen müsst ihr gar nicht schauen, weil man sieht das mit so gelbe Louis Vuitton Verpackung und so weiter. Dann geht ihr einfach auf bestellen und bestellt ihr einfach. Das war ganz easy, kleines Video für euch, ja? Ihr entscheidet euch, ob ihr bestellt oder nicht. So habe ich damals gemacht. Das war's auch mit diesem Video. Ich übernehme keine Haftung. Folgt mir auf Instagram, abonniert meinen Kanal, liked diesem Video. Ciao, ciao.